Guten Abend oder besser gesagt, guten Nacht. Es ist nämlich schon nach 23:30. Wir waren wieder im Kino und haben uns einen Film angesehen, den wir jetzt hier ein wenig unter die Lupe nehmen. Und das passt natürlich besonders gut, es so zu nennen, denn natürlich war es Sherlock Holmes. Ein Film, der in vieler Hinsicht klassische Beweise liefert. Das passt auch gut. Was passiert, wenn du einen etwas unorthodoxen Regisseur hast und ihn einen Blockbuster inszenieren lässt? Weil der Film ist von Guy Ritchie, Ex-Mann von Madonna. Ich finde das so furchtbar, das wird immer im Nebensatz erwähnt, obwohl er über die Filme des Mannes überhaupt nichts aussagt. Guy Ritchie, von dem stammen diese ganzen Gangsterfilmchen, Snatch, Bube, Dame, König, Gras, Rock'n'Roller. Das ist ja so ein bisschen der britische Tarantino. Und jetzt hat man so einen Regie-Sonderling dran gesetzt, hier einen Blockbuster zu inszenieren. Das Resultat, ein Film mit einer extrem schrägen Bildsprache. Aber insgesamt kommt hier ein Film raus, der für mich die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen kann. Ganz einfach darum, weil der Film keine klare Linie findet. Einerseits ist es der Versuch eines ernsthaften Krimis. Dabei ist die Story so wirr und verdreht, dass man gar nicht versuchen muss mitzuraten, was hinter allem steckt, wird am Schluss in Form einer langen Rede enthüllt, bei der Sherlock Holmes eigentlich immer nur erklärt, wo ihm wann die richtigen Hinweise zugeflogen sind, da die aber oft mit Gerüchen und Geräuschen zu tun hatten, die man so als Zuschauer nicht sieht oder Geschmack auch, kommt man da gar nicht drauf. Nein, das Problem ist, Robert Downey Jr. hat Spaß in der Rolle des Ermittlers, aber in einigen Szenen ist das Ganze so sinnlos und comichaft überzogen, also Action-Szenen, die hätten genauso gut in den nächsten Iron Man gepasst, oder die Rolle von Sherlock Holmes ist zu albern und zu überzogen, mit Videoclip-Effekten versehen, in der anderen Szene ist es dann wieder irgendwie nüchtern und ernst, also entweder albern oder ernsthaft, aber nicht beides so extrem. Es geht natürlich auch ernsthaft mit Humor, aber irgendwie ist das, wenn man es so wellenartig ansieht, er geht zu sehr in die Extreme. Und selbst wenn man am restlichen Film durchaus Vergnügen haben kann, irgendwie, es funktioniert nicht. So, jetzt habe ich mich mal wieder richtig schön verzettelt. Der Zähler läuft und ich wollte es gar nicht so lange machen. Also, was man hier hat, ist einen großen Actionfilm, der sich auf eine bekannte literarische Figur stürzt, diese in einer wirklich nie dagewesenen Form auf die Leinwand bringt, das Resultat aber hinten und vorne nicht überzeugt. Trotzdem neige ich dazu, diesen Film zu empfehlen. Ganz einfach, weil man kann vieles über ihn sagen und wer ihn jetzt sieht, trotz meiner Rede, wird sehen, was ich meine. Es ist ein dummer Film, aber ein handwerklich perfekter Film, ein actionreicher Film und letztlich ist der Film vor allem eines nicht, nämlich langweilig, denn wie so oft, Grütze, Mist, macht Spaß oder kann unterhalten. In dem Fall funktioniert es, aber ganz ehrlich, die Schlussszene, die ich jetzt hier natürlich nicht verrate, aber da fehlt nur noch die To Be Continued Einblendung. Also der Film legt alles darauf an, einen zweiten Teil nachzuschieben. Und ich sage ehrlich, ich bezweifle im Moment, dass er so erfolgreich sein wird, dass Runde 2 kommt. Robert Downey Jr. ist versorgt, der hat weiter Iron Man am Start, darum wäre es auch nicht schlimm. Und ich gehe jetzt ins Bett, denn es ist wirklich schon nach 23:30. Wünsche euch viel Spaß im Kino, freue mich auf Kritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.